Einstein hat jetzt folgendes Gedankenexperiment gemacht. Wir fangen mit der normalen Version an. Eine Person läuft im Zug und der Zug fährt nach rechts. Der Zug hat hier die Geschwindigkeit von, sagen wir mal, nicht so schnell innerstädtisch 100 Kilometer pro Stunde. Und dann läuft innen nochmal eine Person entlang, zack, und die läuft mit 10 Kilometer pro Stunde. So. Jetzt müssen wir über Bezugssystem reden. Für die Person ist der Zug das Bezugssystem. Die Person ist im Zug. Wenn die Person steht, ist es ja so, dass sie sich nur gegenüber vom Zug nicht bewegt. Das heißt, der Sitz unter ihrem Popo bewegt sich nicht aus ihrer Sicht. Die Wände bewegen sich nicht relativ zu ihr. Und deswegen sagt man, der Zug ist ihr Bezugssystem. Das heißt, sie läuft im Bezugssystem 10 Kilometer pro Stunde, weil sie sich dann relativ zu den Stühlen, zu den Zugwänden, zu den anderen Passagieren mit 10 Kilometer pro Stunde vorbewegt. Es gibt aber noch das äußere Bezugssystem und da haben wir diesen Typen hier, der von außen drauf schaut, weil es bewegt sich der Zug ja relativ zu dem Typen draußen. Für den ist der Zug also nicht in Ruhe, also nicht das ruhende Bezugssystem. Und für den ist jetzt die Frage, wie schnell die Person ausschaut. Weil sich der Zug ja schon mit 100 Kilometer pro Stunde bewegt, bewegt sich aus Sicht der außenstehenden Person die innere Person um 100 Kilometer pro Stunde weiter. Auch wenn sie nichts tut. Hoppala, jetzt habe ich 1 gemalt, machen wir eine 100 draus. So, dann ist es aber noch so, dass die Person ja zusätzlich rennt, sich also hier nochmal so ein Stück bewegt hat in der Zeit. Das heißt, insgesamt, wenn der Zug an diese Stelle gekommen ist vorher, dann ist die Person jetzt sogar hier drüben. Der ganze Zug ist natürlich jetzt auch weitergekommen. Der ist jetzt hier. Aber wir beobachten nur die Person. Das heißt, die Person ist 100 Kilometer pro Stunde schnell plus die 10 Kilometer pro Stunde schnell, die sie nochmal selber hat, aus unserer Sicht. Das heißt, die Geschwindigkeiten haben sich addiert. Und das wird auch im Sport dauernd genutzt. Wenn ihr einen Ball möglichst weit werfen wollt, dann werft ihr diesen Ball nicht einfach aus dem Stand, sondern ihr rennt nochmal los. Weil dann habt ihr die Startgeschwindigkeit von eurem Rennen und darauf wird dann nochmal die Geschwindigkeit des Balls addiert, mit dem ihr den Ball von eurem Körper weggeschleudert habt. Das heißt, das ist das Bezugssystem euer Körper. Der Ball wird mit, keine Ahnung, 5 Meter pro Sekunde von euch weggeschleudert und kriegt nochmal eure Renngeschwindigkeit relativ zu außen mit. Weil gemessen wird ja auf dem Boden. Das heißt, der ist das äußere Bezugssystem, das sich eben nicht mit euch mitbewegt. Und deswegen ist da eure Geschwindigkeit nochmal drauf addiert auf den Flug. Gut, das ist der Normalfall, den wir aus dem Alltag kennen. Wenn wir das Ganze jetzt aber ein bisschen schneller machen, haben wir ein Problem plötzlich. Weil wir tun jetzt so, als würde der Zug nicht mit 100 oder 300 km/h maximal fahren, wie es so Züge drauf haben, sondern mit der halben Lichtgeschwindigkeit, also mit 0,5 c. C steht für Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit sind ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde eben oder 300 Millionen Meter pro Sekunde, aber da machen wir lieber Kilometer pro Sekunde. Das bedeutet, die Hälfte davon wären 150.000 Kilometer pro Sekunde fährt jetzt unser Zug schnell. Jetzt hat unser Zug vorne eine Lampe, die angeht. Und das Licht breitet sich ja immer mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, vom Schaffner, der hier vorne drin sitzt mit seinem Hütchen, ist es so, dass sich dieses Licht auf jeden Fall mit Lichtgeschwindigkeit wegbewegen muss. Also mit nochmal 300.000 Kilometer pro Sekunde. So. Und das kennen wir alle, wenn wir die Taschenlampe anmachen, entfernt sich das Licht von uns. Gut, die Zeit können wir nicht messen, aber uns sollte klar sein, es entfernt sich mit Lichtgeschwindigkeit, also mit 300 Kilometer pro Sekunde. Wenn jetzt jemand anders hier draußen steht, ist die Frage, wie schnell sieht der jetzt dieses Licht? Wir nehmen wieder unseren Typen und wir geben ihm jetzt mal eine Taschenlampe. So, hier. Die startet er genau auf derselben Höhe. Machen wir sie dann doch hierher. Und jetzt ist die Frage. Eigentlich müsste er das Licht jetzt so sehen, dass es die Startgeschwindigkeit vom Zug mitbekommt, weil es wird hier angeschubst und dann nochmal die 300.000 Kilometer pro Sekunde dieses Licht sowieso hat. Also müsste es 450.000 Kilometer pro Sekunde lang sein.
Ist es aber nicht. Das hätte ja dann auch über Lichtgeschwindigkeit. Und der Einstein hat postuliert, das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass Lichtgeschwindigkeit über Lichtgeschwindigkeit ist. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Weil, wenn sich das Licht jetzt aus seiner Sicht nicht mit 450 Kilometer pro Stunde bewegt, dann wäre es so, dass wenn er eine Lampe jetzt hier anmacht und die genau in dem Moment anmacht, wo der Zug an ihm vorbeifährt, würde das Licht ja aus seiner Sicht und aus seiner Lampe auch mit 300.000 Kilometer pro Sekunde losgeschickt werden. Das ist jetzt noch nicht verwunderlich, weil sich Licht ja mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, aber das Verwunderliche ist, weil jetzt auch das Licht aus dem Zug aus seiner Sicht nur 300.000 Kilometer pro Sekunde sind, würden sich beide Lichter genau parallel ausbreiten, obwohl das obere Licht ja einen Schubs bekommen haben müsste. Und da passt jetzt was ganz gewaltig nicht zusammen. Weil, wenn das Licht aus Sicht des Zugführers mit 300 Kilometer pro Sekunde sich bewegt und der Zugführer rast seinem Licht aber mit 150 Kilometer pro Sekunde hinterher, dann muss das Licht weiterkommen, als wenn es nur von außen gesehen, von dem der ruht, mit 300 Kilometer pro Sekunde ist. Aber es ist in beiden Fällen gleich. Und das ist ein totales Paradoxon. Und da ist der Einstein auf eine ganz absurde Idee gekommen. Er hat gesagt, damit das zusammenpasst, also dass das Licht sich aus Sicht des Schaffners, vom Schaffner oder Zugführer, mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und von außen auch nur mit Lichtgeschwindigkeit, muss die Zeit unterschiedlich schnell verlaufen, weil sonst würde es in einem Fall weiterkommen als im anderen Fall und dann würden alle Realitäten nicht mehr zusammenpassen. Und das heißt, er hat wirklich so stur daran festgehalten, dass Lichtgeschwindigkeit immer Lichtgeschwindigkeit ist, dass er gesagt hat, okay, also vergeht jetzt hier für dieses Licht und für den Schaffner die Zeit langsamer. Weil, wenn hier die Zeit langsamer vergeht, kommt der Schaffner und das Licht, kommen die ja nur weniger weit. Wir sind jetzt mit der halben Lichtgeschwindigkeit unterwegs, sagen wir also, es wären die Zeit wieder halb so schnell vergehen, dann würde das Licht aus Sicht des Schaffners ja nur halb so weit kommen. Und jetzt passt es wunderbar, weil wenn er jetzt bis hierher gefahren ist in dieser Zeit, es ist ja nur die halbe Zeit, also ist auch nur halb so weit gekommen, hat sich das Licht auch von ihm halb so weit entfernt, würde also genau da hinten auftreffen, wo auch, also an der Stelle auftreffen, wo auch das Licht von unten, von außen auftreffen würde. Das heißt, jetzt passt es plötzlich zusammen. Und das wahnsinnig Überraschende ist, was er sich da zusammen fantasiert hat, stimmt. Also es wird tatsächlich die Zeit gestaucht. Das kann man auch messen. Man hat Uhren an Satelliten befestigt und durchs Weltall geschickt. Die haben, wie ihr wisst, bewegen sich die Satelliten wahnsinnig schnell um die Planeten. Das heißt, sie sind unglaublich flott unterwegs und da spürt man dann tatsächlich die relativistischen Effekte. Und dann hat man die Uhr aus dem Weltall wieder runtergebracht und hat festgestellt, ja, sie ist echt langsamer gelaufen. Das heißt, die Uhr ist jünger geblieben, weil sie ja langsamer gelaufen ist, während der Rest der Umwelt, da ist die Zeit schnell vergangen und die Uhren sind normal schnell gelaufen. Ja, und damit hat es geschafft, die Zeit, also die Uhr ist quasi jünger geblieben. Ja, das heißt, immer wenn ihr viel Sport in eurem Leben treibt, vergeht die Zeit deswegen ein bisschen weniger, weil ihr euch ja viel bewegt. Das ist natürlich nicht der Haupteffekt, warum man länger liegt, aber als Physiker ist das eine ganz witzige Erkenntnis. So, ich hoffe, ihr habt dieses Prinzip verstanden, weil jetzt kommen wir zum zweiten Gedankenexperiment, das er sich gemacht hat, um das Ganze rechnerisch sich anzuschauen. Und es ist ganz ähnlich. Er hat jetzt eine Rakete genommen und hat dort wieder eine Lichtuhr angebracht. Das heißt, er hat hier einen Laser angebracht und drüben einen Spiegel. Und im Laser oder direkt neben dem Laser ist ein Sensor. Und jetzt schickt er das Licht einmal senkrecht nach oben. Und dann kommt es wieder runter, auch senkrecht, und dann vergeht eine bestimmte Zeit t. Das ist die Zeit t, die das Licht also braucht, um senkrecht nach oben und wieder runter zu fliegen. Und das ist auch die Zeit t, die ein Beobachter hier drinnen, der in der Rakete sitzt, messen kann. So, jetzt fliegt unsere Rakete aber wieder mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit durch die Luft. Und wir haben schon wieder einen, der von außen zuschaut. Und für den ist es ja jetzt so, dass sich der Spiegel, während das Licht nach oben bewegt, zusammen mit der ganzen Rakete bewegt. Das heißt,
Es gibt, die Rakete ist am Ende hier hinten. Der Spiegel ist also auch gewandert. Der Sensor ist auch gewandert und naja, es ist eigentlich alles gewandert. Und das bedeutet, das Licht hat aus der äußeren Sicht den Weg genommen, dass es durch die Rakete schräg nach oben gestartet ist, weil es so eine schräge Startgeschwindigkeit bekommen hat. So ist dann auf den Spiegel getroffen, zack, ist wieder nach unten abgeprallt und im Sensor gelandet. Das heißt, diese Strecke hier ist viel, viel länger für das Licht als die Strecke, die es aus dem Bezugssystem von dem in der Rakete hat. Also müsste die Zeit wieder länger sein. Ist sie aber wieder nicht. Die Zeit ist wieder genau dieselbe. Und die einzige Erklärung ist wieder, damit das Licht es schafft, von außen gesehen diese lange Strecke aus zweimal dem S zurückzulegen, muss in der Rakete aber die Zeit langsamer vergehen, damit dann das Licht quasi länger braucht, um einmal von unten nach oben und wieder zurückzufliegen. Und länger braucht, das ist natürlich total schwierig gesagt, weil die Zeit geht ja einfach langsamer, aber von außen gesehen hat es dann länger gebraucht und so würde dann alles wieder zusammenpassen. Und so hat dann Licht wieder in jedem Bezugssystem dieselbe Geschwindigkeit. Und diesen Zeit, die hat er jetzt hier einfach mit Pythagoras ausgerechnet, weil ihr seht, wir können hier ein Dreieck durchlegen, das dann rechtwinklig ist. Und über dieses Dreieck kann man dann mit Pythagoras den Streckenunterschied ausrechnen. Und diese Formel, die nur auf dem Pythagoras beruht, ist tatsächlich die Formel, mit der ihr ausrechnen könnt, wie stark sich die Zeit dehnt, wenn ihr in einem Raumschiff seid und euch schnell bewegt. Also, das ist die Basis von Einsteins Relativitätstheorie. Und das ist sehr beeindruckend, weil die mathematischen Mittel wahnsinnig einfach sind. Es wird nur der Satz Pythagoras sein. Die Idee aber wahnsinnig kompliziert war, dass man sich auch nur vorstellt, dass nicht das Licht eine andere Geschwindigkeit hat, sondern dass sich die Zeit so anpasst, dass von außen und von innen die Geschwindigkeit dann doch gleich bleibt. Ich hoffe, eure Hirnwindungen haben euch ein bisschen verdreht, haben sich ein bisschen verdreht, weil der Einstein ist einfach unglaublich kompliziert zu verstehen. Dennoch ist es wahnsinnig interessant, weil es ihm nachgewiesen ist. Jetzt viel Spaß bei den weiteren seltsamen Erkenntnissen des Einstein oder beim Beweis, wie die Formel zustande kommt. Genau, und bis bald. Tschüss.